Wer sie nicht hat, vermisst sie. Wer zu viel davon hat, weiß nicht, ob sie real ist. Freundschaft ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, doch sie ist auch oft verbunden mit viel Schmerz und Vorurteilen. Ich brauche nicht besonders viele Freunde und muss nicht in der kurzen Clique sein. Die paar, die ich habe, reichen mir und sind mir wichtig. Freundschaft bedeutet für mich Zusammenhalt, miteinander durch dick und dünn zu gehen. Ich brauche jemanden, der sich auch mal blamiert und sogar vor Menschenmassen laut mit mir singt und tanzt. Ich brauche jemanden, der, wenn ich mein Bein gebrochen habe oder etwas in der Art und im Krankenhaus liege, mich sogar bei 30 Grad besucht, mir Eis bringt und mich aufmuntert. Ich brauche jemanden, der mit mir die verrücktesten Sachen macht, wie im Winter im Schnee im Bikini in den Garten gehen. Und ich brauche jemanden, der, wenn ich meinen Führerschein habe, mit mir mitfährt, auch wenn ich mal das ein oder andere Mal zu schnell war oder ein Stoppschild überfahren habe. Und ich brauche jemanden, der mich gegen nichts auf der Welt verraten würde, wenn ich mich mal wieder nachts aus meinem Zimmer schleiche. Ich brauche niemanden, der so tut, als wäre er mein bester Freund, doch wenn es hart auf hart kommt oder er jemand Besseres gefunden hat, mich sofort links liegen lässt. Ich brauche niemanden, der hinter meinem Rücken über mich lästert, ob er mir nicht ins Gesicht sagen kann, wenn er ein Problem mit mir hat. Und niemanden, der bei jedem kleinen Fehler, den ich mache, sofort zu streiten anfängt. Ich brauche niemanden, der perfekt ist, denn das ist doch keiner. Doch das macht uns Leute doch gerade erst so interessant. Ich brauche dich, einen wahren Freund, der zu mir hält. Doch bis ich dich gefunden habe, ist noch ein weiter Weg. Durch Glück und Pech, Liebe und Hass, Freunde und Feinde, Vergeben und Vergessen. Oder vielleicht treffe ich dich auch schon bald. Wir beide, wir sind als Menschen nicht perfekt. Doch unsere Freundschaft wird es sein und das wird jeder sehen. Und die Moral von der Geschichte? Ohne Freunde geht's nicht.